Hallo miteinander. Letztes Mal haben wir über Literatur für Jugendliche gesprochen. Heute geht es mit dem Thema weiter. Und zwar befassen wir uns mit der Wahl des Buches zum Lesen. Dabei lernst du Bücher und ihre Inhalte beschreiben, Dialoge über Bücher führen, ein Buch zum Lesen empfehlen, über deine Lesevorlieben sprechen. Wie sind die Bücher? Stopp das Video und mache die Aufgabe. Über welche Bücher kannst du sagen, inhaltsreich, inhaltsarm, langweilig, modern, spannend, faszinierend? Was hilft einem Leser bei der Wahl der Bücher? Lies und rangiere die Möglichkeiten. Begründe deine Meinung. Stopp das Video und mache die Aufgabe. Worum oder um wen geht es in diesen Büchern? Stopp das Video und lies kurze Inhalte. Sieh dir die Titelseiten und antworte. Welcher Text gehört zu welchem Buch? Lass uns jetzt die Antworten vergleichen. Lies noch einmal kurz Texte zu den Büchern. Wähle etwas zum Lesen und begründe deine Wahl. Höre das Gespräch und antworte. Worum geht es im Dialog? Um welche Möglichkeit geht es im Dialog? Was war besonders wichtig für Paul bei der Wahl des Buches? Paul, ich habe ein interessantes Buch. Ich bin von dem Inhalt fasziniert. Du musst es unbedingt lesen. Wie heißt das Buch? Das ist ein toller Roman vom jungen Schriftsteller Benedict Wells, Spinner. Und gibt es einen Inhalt da? Ja, der Roman ist inhaltsreich. Es geht um das Leben des 20-jährigen Jesper Lier und seine Freunde in Berlin. Erzähl mal weiter. Du musst selbst lesen. Ich kann nur sagen, dass Benedict Wells diesen Roman geschrieben hat, als er 19 Jahre alt war. Gibt es das Buch im Internet? Noch nicht, aber ich kann es dir ausleihen. Ich habe es gekauft. Höre das Gespräch zum zweiten Mal und überprüfe deine Antworten. Paul, ich habe ein interessantes Buch. Ich bin von dem Inhalt fasziniert. Du musst es unbedingt lesen. Wie heißt das Buch? Das ist ein toller Roman vom jungen Schriftsteller Benedict Wells, Spinner. Und gibt es einen Inhalt da? Ja, der Roman ist inhaltsreich. Es geht um das Leben des 20-jährigen Jesper Lier und seine Freunde in Berlin. Erzähl mal weiter. Du musst selbst lesen. Ich kann nur sagen, dass Benedict Wells diesen Roman geschrieben hat, als er 19 Jahre alt war. Gibt es das Buch im Internet? Noch nicht,
Aber ich kann es dir ausleihen. Ich habe es gekauft. Wollen wir den Dialog mit verteilten Rollen lesen? Ich lese fürs Mädchen und du liest für Paul vor. Paul, ich habe ein interessantes Buch. Ich bin von dem Inhalt fasziniert. Du musst es unbedingt lesen. Das ist ein toller Roman vom jungen Schriftsteller Benedict Wells Spinner. Ja, der Roman ist inhaltsreich. Es geht um das Leben des 20-jährigen Jesper Lier und seiner Freunde in Berlin. Du musst selbst lesen. Ich kann nur sagen, dass Benedict Wells diesen Roman geschrieben hat, als er 19 Jahre alt war. Noch nicht, aber ich kann es dir ausleihen. Ich habe es gekauft. Lass uns jetzt die Rollen tauschen. Du bist das Mädchen und ich Paul. Bitte, beginne. Wie heißt das Buch? Und gibt es einen Inhalt da? Erzähl mal weiter. Gibt es das Buch im Internet? Spiele den Dialog auch mit anderen Büchern. Welches spannende Buch kannst du den anderen zum Lesen empfehlen? Nimm die Redemittel im Kasten zu Hilfe. Antworte auf die Fragen über deine Leseinteressen. Warum liest du Bücher? Was liest du gern? Was ist für dich ein interessantes Buch? Liest du jedes Buch bis zum Ende? Liest du Bücher im Computer oder ziehst du Hörbücher vor? Was brauchst du zum Lesen? So, das war's für heute. Danke für deine Mitarbeit. Tschüss.